Hallöchen. Ihr seht jetzt hier schon mal den Commodore-Bildschirm. Ihr braucht aber mal das Bild. Und zwar geht es um den Pi 1541. Den habe ich selbst gebaut. Das Shield oben drauf. Das kann man auch fertig kaufen. Was das kostet, weiß ich jetzt nicht genau. Ich meine aber so an die 100 Euro kostet allein das Shield ohne den Raspberry Pi dazu. Man kann hier benutzen den Raspberry Pi 3, den ich jetzt hier dran habe, oder ein Raspberry Pi Zero. In einigen Grenzen gehen auch Raspberry Pi 1 und der 2er. Ich habe hier aber ein Problem mit dem Raspberry Pi. Oder mit dem Pi 1541. Ihr habt ja mitgekriegt, dass ich damit versucht habe, am C64 bzw. am C128 Zack-McCracken oder Gina Sisters oder was auch immer zu laden und das mal funktionierte und mal funktionierte es nicht. Ich habe jetzt hier schon ein Image geladen. Das wird auch gesagt als Performance-Test für den Raspberry Pi. Ich habe den Raspberry Pi 3B Plus, glaube ich. Ist ein Dreier, also ordentlich viel Power. Und wenn ich das jetzt lade, und zwar ist das Ghost and Goblins, kann ich euch zeigen, dass das da auch drauf ist, kriege ich das nicht geladen. Das funktioniert nicht. Mit einem anderen Teil funktioniert es. So, seht ihr schon, Ghost in Goblins, wie auch immer. Jetzt gehe ich hier einfach auf 0,8,1. Mit dem anderen Teil, was ich noch habe, damit kriege ich das geladen. Aber da gibt es andere Probleme. So, und ich habe jetzt hier vor, was beim Raspberry Pi was zu machen, bei dem Pi 1541. Weil eventuell sieht man da schon, was ich da für eine Version habe. Ich zeige euch das gleich nochmal, was ich da genau gebaut habe. Jetzt kann ich hier ran drücken. Er greift auch auf den Pi zu. Ich sehe das hier gerade über das Display, also über den Fernseher mit dem HDMI-Ausgang. Das ist der Vorteil von dem Raspberry Pi 3. Man kann auch den Zero oder den Pi 1 oder 2 benutzen, da hat man aber keinen HDMI-Ausgang. Da braucht man das Display, was ich mal hier drauf hatte, was aber kaputt ist. Und ihr seht schon, das Bild sieht irgendwie nicht so aus, wie es sein soll. Und wenn ich jetzt versuche, das zu starten, dann greift er auch auf den Pi zu. Ich sehe das. Das sehe ich jetzt natürlich hier nicht drauf. Da hätte ich jetzt hier noch LED und Widerstand hin basteln müssen, damit ich das sehen kann. Und noch tut er da was. Und jetzt hat er da irgendwie Mischmasch. Das ging nicht. Ich habe noch etwas, womit das aber funktioniert. So, das kennt ihr auch. Viele benutzen das auch. Die haben aber auch das für ein Schweinegeld gekauft. Und zwar ist es das Teil hier. Das Teil hier ist ein SD2 IEC. Natürlich nicht so schön und perfekt und mit Gehäuse und bla und blub. Und hast du nicht gesehen, wie es den käuflich zu erwerben gibt, aber die käufliche Version ist mir ehrlich gesagt viel zu teuer. Ich weiß nicht, warum das Ding so teuer ist. Jetzt muss ich noch die 5 Volt hier abgreifen. Warum das Ding so teuer ist. Das, was hier jetzt steht, ist im Grunde so knapp 20 Euro, wenn ich die Platine professionell machen lasse, bei PCBW oder wie das die heißen, dann würde das Ding 20 Euro, so wie es hier ist, 20 Euro kosten. Gut, die Buchse hier, müsste ich eine Lötbuchse besorgen, das wäre nicht das Problem, die kosten, was weiß ich, 30 Cent oder 50 Cent, was ich gesehen habe. Brauche ich aber nicht, ich mache das über solche Kabel. Und verkauft werden die SD2IC, habe ich gesehen, so zwischen 70 und 100 Euro. Und das ist mir eindeutig viel zu viel für das bisschen, was da drin steckt. Die einfachen, es gibt da schon mit Display und so weiter. Aber es geht jetzt darum, dass ich mit dem Teil Ghost and Goblins
laden kann. Dazu brauche ich erstmal den FB64. Und das Problem beim SD2IC ist, dass der nicht hundertprozentig kompatibel ist zu vielen Sachen. Das andere ist, dass es mit mehr diskettigen Spielen oder sowas recht umständlich ist, das zu machen. Da ist der Pi besser. Das ist die gleiche Ghost and Goblins Version, die ich auf dem Pi habe. Ich gehe jetzt da raus. Ich lade das Ding jetzt genauso wie beim Pi. Und darüber funktioniert das. Zeig mal, Cracken kriege ich nicht über ein SD2IEC, weil ich das mit diesen mehr Disketten-Dings nicht hinkriege. Kriege das nicht irgendwie nicht hin. Da Diskettenwechsel reinzumachen. Er sagte auch schon, da SD2IEC Version 1.0.0, wie auch immer. Vielleicht gibt es da schon ein Update, aber es macht ja nichts. Das SD2IEC, im Grunde genommen ist es hier nur ein kleines Backup, falls der Pi mal nicht will. Und ihr seht schon, das Bild ist da. Ghost and Goblins ist da. Achso. Start. Ich kann es jetzt laden. Über dem SD2IEC geht das. Also alles eindiskettige Sachen funktioniert über dem SD2IEC. Das mehr diskettige Zeug. Da ist der Pi 1541 besser. Natürlich gibt es noch eine bessere Variante, das ist mit FPGA, das ist der Ultimate 1541. Der ist aber auch relativ teuer, aber auch die wirklich beste Variante, die es gibt, aber dem Pi 1541 kann man sich zur Not auch auf Lochraster aufbauen, da ist nicht wirklich viel Zeug drauf. Da muss man nicht so viel Geld für ausgeben, das kann man auch auf Lochraster machen. Darum habe ich das auch selber gemacht. Ich könnte mir die Platinen machen lassen, aber ich habe die Möglichkeit, selber Platinen zu machen. So, ich könnte jetzt hier Ghost and Goblins spielen. Will ich aber nicht. So, beim Pi 1541 habe ich dieses Shield, das habe ich ja selbst gebaut. Der Fehler, den ich vermute, liegt an der Version, die ich da gebaut habe. Und das ist, da muss ich nochmal hier hin. Diese Version vom Pi 1541, die habe ich hier, das ist genau das, was hier oben liegt, nur halt das SD, das I2C Display ist nicht bei, das sind aber nur zwei Leitungen, die gehen hier auf, was hatte ich gesehen, ich glaube, welcher Pin ist das, GPO? 26 und 38, glaube ich. Oder 27, 28. Ja, SD hier, 27, 28. Da geht das Display mit dran. Ich habe aber noch eine andere Version. Und die habe ich schon, die will ich jetzt bauen. Da muss ich auch mal kurz hier hin. Und zwar diese Version. Da ist noch ein zweites IC zwischen, und zwar ein Hexinverter Buffergedönse. Und ich habe da mal was vorbereitet. Hier ist die Platine. Das ist der Pi 1541, und zwar diese Version. Habe ich schon vorbereitet, ich muss bloß von dem anderen Shield ein bisschen was ablöten. Da brauche ich den Level-Shifter, der kommt hier noch hin. Das IC, was hier angegeben ist, als 7406. Da steht hier noch, man kann die 7405, 7416, 7411-05, 7411-06 oder den 7411-16. benutzen. Ich habe den 74LS05, habe ich da.
Das Ding kriegt man auch sehr einfach bestellt, auch in China. Aber bei China müsst ihr aufpassen, da gibt's Fake. Ihr kriegt Chips, die funktionieren, wie ein 74 LS05 zum Beispiel. Machen aber Probleme in einigen Applikationen, weil es nicht der 74 LS ist, sondern der 74 HC. Da ist der 74 HC05 oder was als LS gebrandet. Selbe Konfi also funktioniert genau gleich. Der Unterschied zwischen LS und HC ist der Pegel von den Signalen. Der ist ein ganz klein wenig unterschiedlich. Da müsstet ihr dann aufpassen. Wenn ihr da China bestellt, kann es sein, dass ihr den 74 HC bekommt. Der könnte funktionieren. Bei einigen hat das nicht so ganz hingehauen. Da muss man dann nochmal einen anderen nehmen. Da soll man aufpassen. Das steht hier, glaube ich, auch irgendwo auf der Seite. Ich versuche die euch nochmal zu verlinken. Aber ich mache jetzt das Ding hier fertig. Ich brauche den Level Shifter. Ich weiß nicht, wo ich die anderen gelassen habe. Ich hatte noch vier weitere. Muss ich hier noch einbauen. Also das habe ich schon mal vorbereitet. Hier kommen jetzt keine Kabel mehr rein. Da baue ich jetzt die Buchsen, die eigentlich an Kabel gehören, baue ich da jetzt da rein. Die kommen da so rauf. Die stecke ich so da fest drauf. Ich habe hier auch ein Verbindungskabel. Ich habe hier schon was probiert mit den hier an einen Laptop anzuschließen, damit der Laptop als Server dient, sagen wir es mal so. Der Laptop ist die Festplatte, ist eine Festplatte in Anführungsstrichen für den, aber das hat nicht so ganz hingehauen. Komme ich vielleicht mal später zu. Ich mache das jetzt hier fertig, die Platine. Ich musste damit Durchkontaktierung arbeiten, das geht nicht anders, weil ich von beiden Seiten Leiterbahnen habe. Und da muss ich Durchkontaktierung reinmachen, ist nicht so schlimm. Ich mache die jetzt fertig und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das fertig habe und gucken, ob das denn mit Ghost and Goblins hinhaut über den Pi. Ihr solltet auch, wenn ihr diese Version baut, beziehungsweise darauf achten, bei dieser Version könnt ihr mehr als ein Gerät anschließen an den Pi. Bei der anderen Version, die davor ohne diesen IC-Buffer Gedönse, dürft ihr in Anführungsstrichen kein zweites Gerät dran haben, weil die Pegel dann zu sehr runtergezogen werden und dann gibt das auch Probleme. Bei mir hat es hingehauen. Ich sage aber nicht, dass ihr das machen sollt. Wenn ihr mehrere Geräte, sprich ihr wollt ein Pi 1541 anschließen und ein SD2IC hinten dran oder noch ein Diskettenlaufwerk noch mit dran, nehmt diese Version. Nehmt diese Version hier. Und wie gesagt, die lässt sich auch auf einer Lochrasterplatine einfach aufbauen. Dafür ist das gedacht. So, ich werde jetzt die andere Platine in Anführungsstrichen schlachten, weil ich da auch die eine Buchsenleiste brauche. Muss ich bloß noch verlängern. Muss ich noch mal gucken. Ich habe noch irgendwo welche. Aber die Buchsenleiste, es ist schwer an Buchsenleisten ranzukommen. Das sind, glaube ich, auch zwei. Ja. Zwei Stück nebeneinander, die sind auch nicht so, wie es hier drauf ist. Also ich werde die jetzt schlachten. Ich brauche das in Anführungsstrichen dieses IC hier unten, den Level Shifter von 3 auf 5 Volt und 5 auf 3 Volt. Das ist ganz wichtig, der Pi ist nicht 5 Volt kompatibel. Darum braucht ihr einen Level Shifter, der die Signale von 3 auf 5 Volt bringen und die 5 Volt Signale wieder zurück auf 3 Volt. Das ist ganz wichtig. Sagen wir es mal so. Bloß keine 5 Volt in die GPIO-Pins reinspeisen in den Pi, dann ist er hinüber. Damit habe ich schon mal ein Pi 3 gekillt. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Eine ganze Weile vergangen.
Jetzt habe ich die soweit fertig bestückt. Von unten der ist jetzt direkt. Was ist das? Hä? Was war das denn? Naja, der SN74 L74LS05N, der Level Shifter ist drin. Ja, das Display, da habe ich noch nichts dran. Und da wäre noch ein Buzzer dran, aber den brauche ich ja nicht. So, die Dings hier, ich weiß nicht, warum hier da so ein Strich durchläuft. Ich weiß nicht, was hier los ist. Was ist das? Das ist eine Scanline oder was ist das hier? Die wandert durch, ne? Ja. Soll mir jetzt nicht stören oder liegt das hier dran? Keine Ahnung. Jedenfalls, das funktioniert, beziehungsweise habe ich jetzt gelötet. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Steckt das mal auf den Pi drauf. Natürlich habe ich einen Fehler gemacht. Die Ecke, die ich hier ausgeschnitten habe, sollte eigentlich da sein, aber passiert, macht nichts. So, hier habe ich schon ein Kabel. Da fehlt schon ein Pin. Das ist bloß dieser SRC-Pin. Das ist dieser Pin 1, den ich nicht brauche. Dann wird das hier so reingesteckt. Ich mache noch den HDMI dran, weil ich will jetzt wissen, ob das wirklich hinhaut oder nicht mit diesem Ghost of Goblins oder wie das da heißt, das jetzt hinhauen sollte. Kann ja sein, dass der 7405 noch nicht hinhaut. Ich hoffe, man kann das sehen, da leuchtet eine LED. Der Rechner, der ist jetzt an. Jetzt weiß ich nicht, was hier up und down ist. Aha. Aha. Runter und auswählen. Gut. Das hat er schon mal. Jetzt müssen wir. Weil ich habe die Pins hier, die Schalter anders angeordnet als an dem anderen. War einfacher für. Für mich zu designen. Dann LOAD. Gucken wir mal, ob das überhaupt hinhaut. Searching. Aber irgendwas scheint nicht hinzuhauen, denn nee, es tut sich nichts. Moment, das kann natürlich sein. Ich muss erst was einstellen. Das kann sein. In der Option-Text, in der Options-Geschichte. Okay. Safe. So, die Options habe ich jetzt, denke ich mal. Das war jetzt natürlich so eine Sache. Jetzt müssen wir mal gucken, geht das? Nein, ich muss erst den Dings anmachen. Load. So. Ihr seid noch da. So, ich hoffe. Tatsächlich geht. List. Ghost of Goblins. So. Ich meine, ich habe jetzt hier aus Versehen die Kamera. Die ist jetzt gerade gekillt.
an? Jetzt ist an. So. Solltet ihr das sehen. Das ist da, ne? Load. Sternchen. Komma 8, Komma 1. So wie vorhin auch. Ich drücke Enter. Und ich zeige euch mal was. Die zweite LED geht auch. Ich kann jetzt sogar an der LED sehen, wenn Zugriff ist. Gut. Er ist noch am Laden. Er tut noch einiges. Jetzt ist er fertig. Ran. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Mit Ghost of Goblins. Nee. Geht nicht. Es liegt nicht da dran. Warum kriege ich das über den Pi nicht geladen, aber über das SD2 IEC? Ich habe es mit einem Raspberry Pi Zero in Turbo- und Nicht-Turbo-Modus versucht zu machen. Der ist nämlich deutlich langsamer als der Pi hier. Und da ging es auch nicht. Oder ist da noch was in Options? Muss ich da noch was umstellen? So, jetzt bin ich wieder da, nach ganz langen Versuchen und vier Versuchen, das Video zu machen. Also, ich habe die neue Platine jetzt fertig. Die ist hier. Da habe ich noch vergessen, zwei Widerstände drauf zu packen. Es war nicht so das Problem. Jetzt funktioniert es. Das hat vorher nicht hingehauen. Ich konnte dieses Ghost and Goblins nicht laden. Es ging nicht. Ich habe das nochmal mit dem Raspberry Pi Zero probiert, da reingesteckt. Der war dann übertaktet, damit ging das. Aber mit dem Raspberry Pi 3 wollte es nicht hinhauen. Jetzt haut es hin, zumindest hat es eben hingehauen vor dem Video. Ich habe jetzt eine relativ alte Kernel-Version genommen für den Pi 3. Das ist, glaube ich, die Version 1.20 und wir sind jetzt hier bei 1.24. Ich weiß gar nicht, ob die 1.24 in dem schon drauf war, wo ich das zuerst probiert habe. Das probiere ich nachher nochmal aus. Ich habe jetzt mal den Pi gestartet. Da sieht man jetzt ein Licht. Achso, ich muss noch den Dings starten. Ihr seht schon, hier ist noch das SD2IEC, das ist hier auch dran. Das ist jetzt Device 8 und der Pi ist Device 9. Das funktioniert. Ich kann beides dran benutzen. Ich kann das, kann da, wenn ich will, noch 5 Geräte mehr dranhängen, wenn ich wollen würde. Aber so funktioniert das. Das habe ich jetzt nur mal ausgetestet. So, jetzt muss ich mir einmal kurz das Image reinladen. Wieso funktioniert denn die... Warum funktioniert das mit der Taste nicht? Ja, komisch. Egal. So, das ist jetzt geladen. Das Image ist jetzt als... Also das ist jetzt hier Laufwerk mit Diskette drin, Ghost and Goblins. 0,9, 0,1. Searching for. Man sieht, es sind zwei LEDs an. Er ist jetzt hier am Laden. Ich halte mal hier so ein bisschen das, die Hand davor. Theoretisch könnte er jetzt noch ein Buzzer oder was dran. Dann wird er noch den Trackwechsel angeben mit so einem kleinen Knack oder so. So, jetzt ist die LED aus. Er steht auf Run. Auf Ready und jetzt auf Run. Die LED sollte jetzt wieder angehen. Soweit war ich vorhin auch schon. Und es hat geladen.
Jetzt endlich. Vorher kam da nur dieser ganze Garbage drauf, der da vorher immer zu sehen war. Ich versuche da gleich mal den Kernel, den neuesten Kernel drauf zu packen. Den alten, der jetzt da drauf ist, den habe ich ja. Ich packe da gleich mal den neuesten drauf. Ich kann jetzt auch noch mal Start drücken. Also ich weiß bis jetzt noch nicht, wie man das Spiel spielt. Ich meine, ich hatte es gesagt, dass ich hier versucht habe mit Controller, also mit Joystick irgendwie. Geht nicht und Tastatur geht auch nicht. Ich weiß nicht, wie man dieses Spiel spielt. Tut mir leid. Das macht er jetzt auch. Da auch. Ja, ich mache jetzt mal einfach mal Start Game. Das macht er auch. Und jetzt habe ich keinen Ton hier, weil ich das Audio nicht angeschlossen habe. Ich bin jetzt nur über S-Video drin. Also ich könnte jetzt eigentlich noch den SCART-Stecker bei mir reinstecken. Dann hätte ich hier auch Ton, aber Ton brauche ich jetzt gerade nicht zum Testen. Ich wollte nur sehen, ob das Bild geht. So, jetzt mache ich den wieder aus. Jetzt gehen wir auf die Szene. Ich nehme den Pi raus. Die SD-Karte einmal kurz raus. Ich versuche mal den neuesten Kernel, den es gibt. So. Ich bin jetzt echt gespannt. Jetzt mache ich den neuesten Kernel drauf. Ich meine, der war auch drauf. Und damit hat das nicht hingehauen. Ich habe jetzt nur die Kernel-Version geändert. So, der Pi startet. Achso, ich muss den ja noch wieder anmachen, sonst ist er blockiert. Genau, so. Der ist geladen. ...9,1. LED leuchtet. Ihr seht das. Mir ist vorhin der Pi zigmal abgeschmiert, wo ich das versucht habe. Mit einem anderen Kern, mit den neueren Kernen ist mir der Pi komplett abgeschmiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier funktioniert oder nicht. Das werden wir gleich sehen. So. Ran. So, müsste jetzt gleich die LED angehen. Ja. Das hat er vorher auch gemacht. Ja, ist abgeschmiert. Ihr habt eben gesehen, dass es funktioniert hat. Und jetzt funktioniert es nicht mehr. Ich habe nur den Kernel, den neuesten Kernel für den Pi da drauf gepackt, den hier die Seite anbietet. Ich glaube, ich hatte euch das gezeigt. Ich verlinke sie unten nochmal rein. Die Projektseite vom Raspberry Pi oder auch vom Pi 1541. Fragt mich nicht, warum, wieso, weshalb der neueste Kernel nicht hinhaut. Mit dem Raspberry Pi Zero haut es hin. Mit dem neuesten Kernel übertaktet und mit dem Pi 3 nicht. Ich glaube, ich muss dem mal schreiben. Also bei mir funktioniert es nicht. Nur mit dem alten Kernel. Gut, das wollte ich nochmal sagen. Das ist hier die alte Geschichte, die Version 1, die er da anbietet, wo nur die IEC-Lines über einen Level-Shifter direkt gehen und nicht über so einen Hex-Inverter-Buffer-Geschichte. Damit funktioniert das jetzt aber mit diesem Hex-Inverter-Geschichte. Und wenn ihr das IC besorgt, seid euch sicher, wenn ihr in China kauft, könnt ihr Fakes bekommen, beziehungsweise nicht genau das IC, was ihr wollt. Es ist vielleicht genau das gleiche IC, hat aber andere Levels. Da muss man vielleicht noch hier irgendwie mit der Widerstände, die da noch drauf kommen, da sind jetzt 1K Widerstände noch mit drauf auf zwei Leitungen, die das auf High-Potential ziehen, auf 5 Volt. Vielleicht muss man die dann noch ändern, weiß ich nicht. Aber guckt, dass ihr, wenn ihr diese ICs wollt, das seht ihr, das kriegt ihr auf der Seite zu sehen, steht da auch bei, welche ICs ihr nehmen könnt, dass ihr da die richtigen kriegt, dass das wirklich echte sind. Am besten Reichelt oder Konrad gucken oder DigiKey oder
Fahnel oder was auch immer da noch alles gibt, aber nicht unbedingt China. Aber die ICs sind relativ einfach zu bekommen, ist noch Standard TTL-Logik, Standard TTL-Kram. Gut, dann würde ich das Video jetzt hier beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich versuche jetzt nochmal Zack-McCracken, ob das funktioniert, weil das wollte ja vorher nicht und Maniac Mansion auch nicht. Muss bloß nochmal den Kernel ändern und mal gucken, ob es dann läuft. Ob es dann geht. Ich kann es jetzt nochmal mit dem hier probieren. Dann kann ich den einmal ausmachen. Den Pi einmal neu starten. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ach ne, habe ich ja gar nicht hier drauf auf dem. Ne, brauchen ja. Egal. Muss eh die SD-Karte raus. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.